Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mittagstisch. Pünktlich um 11.32 Uhr auf dem Nature Bates Instagram-Kanal. Ich begrüße ganz herzlich den Drillkönig. Wie ist dein Spitzname bei Kapi Podcast? Fängst immer, wenn es darum geht gerade. Ja, ja, also 50er zu 50. Nee, auch letztes Mal der Run, der Live-Run. Live-Run-Minister. Der Live-Run-Minister ist heute zu Gast. Also, was heißt zu Gast? Wir sind zusammen angeln. Wir haben einen Kapi Podcast aufgezeichnet. Wir machen einen Mittagstisch und wir machen ein YouTube-Video für euch und rücken ihn jetzt mal zurecht. Und deswegen soll sich heute das Thema des Mittagstisch ein bisschen um Fragen handeln, die ich allgemein formulieren kann, die auch ein Peter gut beantworten kann, mal die mir ein bisschen schwerfallen. Wenn ihr Fragen an Peter habt, könnt ihr das einfach hier in den Chat reinhauen und wir können euch ein bisschen abhandeln. Also ich lese sie noch nebenher hier auf meinem Handy, genau. Damit wir sie besser... Also ich gucke erstmal rein, ihr habt es gerade gesehen und würde einfach mal ganz kurz nochmal eine Introduction geben, wo wir sind. Also wir sind zusammen in Frankreich am Etang de Hattigny und machen ein schönes Socializing aus dem Kapi Podcast und dem Mittagstisch. Nicht. Wir sind an einem Fluss in Frankreich, an der Rhone. Richtig geile Location hier, aber mega harte Strömung drauf. Es hat viel geregnet in den Voralpen hier, so Richtung Genf hoch. Und es kommt mächtig Wasser runter, das Kraut treibt wie Sau. Es ist echt, also muss schon ein bisschen was tun. 300 Gramm bleiben. Maximal in 15 Meter Entfernung liegen. Also wir angeln sehr nah am Ufer. Jeder nur mit drei Routen. Eigentlich bräuchten wir auch nur eine oder zwei Routen, weil es gibt nur auf zwei. Ne? Beißt halt immer auf die Routen abwärts und dicht am Ufer. Und wir haben jetzt schon ein paar gefangen, auch schöne dabei und haben eine gute Zeit. Das Allerwichtigste, was wir jetzt machen müssen, also es ist ja schon die Tradition vom Kapi Podcast, dass wir erstmal einen Kronenburg aufmachen. Fängt schon gut an. Weil wir haben 11 Uhr, wie viel haben wir jetzt? 11.34 Uhr. Zeit für ein kleines Kronenburg. Jawohl. Jan. So. Coole Zeit haben wir bis jetzt. Ist echt spannend hier. Ist mal was anderes, was wir hier machen. Naja, hier ist schon ein bisschen wild. Ihr werdet es auf dem Video sehen. Also wir haben mal so ein bisschen die Eindrücke rundherum auch eingefangen. Peter hat ein wunderschönes Fischfoto mit vier... Das ist auch geil. Also, die alle den Nature Bates YouTube-Kanal abonniert haben jetzt. Ja, eben hier hinterm Zelt waren da auch irgendwie wieder 5-6 Leute, die applaudiert haben. Ne? Also das ist schon wild hier. Also nichts für so Wildies und Realness. Ne? Obwohl Realness ist es ja schon. Ne? Das ist echt real, ey. Das ist real. Okay, also ja, cool. Oliver Reinhardt freut sich auch. Jetzt wollten wir mal schauen. Marvis am Start. Servus, Gude. Markus Bretscher, der ist auch dabei. Die alte Garde. Super. Frage, wie ist eure Erfahrung bei Blaualgenwachstum? Geht da was oder direkt lassen? Kapi Dennis, ganz kurz. Peter schaut ins Handy, was ich ihm alles geschickt habe. Die Frage kann man beantworten. Wir haben beide, eher, so wie ich, schon in Seen geangelt, die komplett blau, also weißt du selber wo, ne? Ganz niedriges Wasser, extrem viele Blaualgen drin im Sommer, hat die Karpfen eigentlich nicht tangiert. Ne? Es hat vom Beißen her natürlich dann schlecht gebissen, wenn kein Wind war. Also das hat man dann schon gemerkt. Aber sobald da ein bisschen Wind drauf kam, riechst du auch die Blaualgen. Das riecht nach Geosmin. Also es ist dasselbe Gas, was zum Beispiel auch frischer Regen verströmt. Also wenn es im Wald regnet, riechst du das, was du dann so als Regenluft wahrnimmst, ist Geosmin. Das ist ein Gas, ein unsichtbares, und das bilden auch die Blaualgen. Deswegen riecht Wasser, in dem Blaualgen drin sind, auch so ein bisschen wie frischer Waldboden, wenn der Wind reinhaut. Kannst du dich daran erinnern, da kann ich mich auch, wo wir mal in Frankreich waren, weißt du, da haben wir auch so eine Sommersession im Juli gemacht, da war das ganze arg. Ne? Da kam dann ein Gewitter und dann hast du diesen Geruch auch gehabt. Ne? Genau. Und dann haben wir auf einmal die Fische gebissen, weil ich glaube, also verbessere mich, du bist der Biologe, die Alge nimmt ja aus dem Wasser Sauerstoff und die fehlt dann dem Fisch, oder? Nee, also die Cyanobakterien sind Blaualgen. Das sind Photosynthese betreibende Bakterien, die am Tag Sauerstoff produzieren und nachts Sauerstoff aufnehmen in der Photorespiration, nennt man das. Ne? Also das Gegenteil von der Photosynthese ist die Photorespiration. Die bilden am Tag Sauerstoff. Das könnt ihr als Gewässerwarte, wenn hier Gewässerwarte anwesend sind, immer messen. Wenn ihr am schönen Sonnenschein im Hochsommer, wo es richtig warm draußen ist, an der Oberfläche den Sauerstoffgehalt bestimmt, habt ihr eine 100% Sättigung. Mhm. Dann fragst du dich, wo kommt denn jetzt dieser ganze Sauerstoff her? Ne? Das ist auch der Grund, warum die Fische im Sommer bei sehr hohen Temperaturen gerne an der Oberfläche stehen. Irgendwo. Ja, weil da die Sauerstoffsättigung 100% ist, die Cyanobakterien, die es immer gibt, ne, es geht ja nicht darum, dass es, also es gibt keinen See, wo es keine gibt, und es gibt eine Blüte, nennt man das, ne? Bestimmte Bedingungen lassen die Dinger blühen und dann hast du halt diesen mega krassen Effekt, dass dann zu viele drin sind und dann eben auch das Toxin sich akkumuliert im Wasser und das giftig sein kann für uns. Ne? Also das heißt, die nehmen nicht den Sauerstoff weg, sondern ein Gift geben die ab, oder? Genau, also die Cyanobakterien sind deswegen gefährlich, weil die ein Toxin bilden und das ist giftig für Tiere.
Tiere, wenn du es trinkst, für Menschen kannst du sowieso eine, wie so eine Lebensmittelvergiftung äußert sich das. Ne? Also es kann tödlich sein. Aber kann man das mit Bohnenkamp aufwiegen? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, genau. Also wie gesagt, aber den Karpfen habe ich, also Karpfen hat es selbst in den belasteten Gewässern nie geschadet. Also diese kommen da ganz gut mit zurecht. Okay, also dann Peter hat schon abgeschaltet. Wie der Picknicker. Peter hat schon abgeschaltet. Hä? Ne, keine Ahnung. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn der Picknicker von Ködern spricht, da schalte ich irgendwann ab, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich habe auch da wenig Ahnung von den ganzen Bakterien. Ah, was macht das Chamäleon, hat sich wieder irgendwo gemeldet. Erst macht er den Mittagstisch nach und dann mischt er sich noch ein. Naja, gut. Kein Kommentar. So, Mahlzeit. Kann doch nicht sein, dass mir einer sagt, dass ich was nachmache. Hat doch gar keiner gemerkt. So, also, dann, Peter, hau mal raus, die erste Frage. Hä? Guck mal bei dir ins Handy rein, wie waren die? Wir hatten ja so ein paar Leser-Follower-Fragen. Hm? Kannst du mal kurz gucken? Ich hatte jetzt bei WhatsApp alles geschickt. Alles gut. Fang einfach oben an, ja, mit der ersten. Lest die einfach vor. Hallo Meister Brauns. Nochmals auf diesem Wege. Also, erstens, erneut ein fettes Danke für euer YouTube-Projekt, immer offen, direkt und ohne permanente Dauerwerbesendung. Ist das so? Merci! Mach bitte weiter so. Nur eine Frage bzw. ein Thema für den Mittagstisch. Hashtag der Bootstalk. Was macht für dich ein gutes Schlauchboot, unabhängig vom Preis, fürs Karpfenangeln aus? Größe, Luft versus Lattenboden, Luftkiel, Ruderanordnung etc. Gerade im Video mit Sascha, Ü40 Party, die Chaosbrüder, hast du ja mal schön über das vorhandene Boot rumgehaust. Da du ja selber schon seit Jahren Boote am Markt hattest, kannst du ja sicher was dazu sagen. Alles Gute und Grüße aus dem Erzgebirge, Stefan. Jo. Schubner, oder? Schubner müsste heißen. Ja, egal. CS Schubner. Stefan, Grüße gehen zurück. Vielen Dank für deine Frage, die wir das letzte Mal nicht mehr geschafft haben, deswegen auf diesem Wege. Also klar, es ist halt ein sehr ausladendes Thema Schlauchboote. Das kann bei A anfangen und kann dann irgendwann bei Z aufhören, aber wir können ja mal versuchen, das zusammenzufassen. Also ich habe 4 Schlauchboote. Ich habe auch. Also, warte mal, ich hab 1,80 Meter, ich habe einen 2 Meter, ich habe einen 2,90 Meter und ich habe das 4,20 Meter da mit dem... Das ist auch 4. Also aber das sieht man ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da sieht man aber schon dran, dass man ja, sag mal, sag mal, die Allzweckwaffe, das Multifunktionstool an Schlauchboot gibt es ja eigentlich nicht. Das ist doch genau das, wo ich jetzt drauf mit ein... Entschuldigung, habe ich hier wahrscheinlich... Nein, alles cool. Nein, super, danke. Ich wollte genau damit einsteigen, dass es eben sehr schwierig ist, dir dein maßgeschneidertes Boot zu empfehlen. Ich finde sogar, mit Schlauchbooten verhält sich das so wie mit Gewässern. Jedes Gewässer ist anders und jedes Gewässer braucht seinen eigenen Trick. Und so ist es auch das, was du vorhast. Ne? Also deine Art der Angelei, die du mit dem Boot betreiben willst, bestimmt, welches Schlauchboot du dir kaufst. Weißt du, was ich meine? Ich kann dir jetzt sagen, was mir es ankommt, wenn ich jetzt ein sehr kleines Boot brauche, ne? Wo ich da drauf achte. Ich kann dir aber auch genauso gut erklären, wo ich drauf achten würde, wenn ich jetzt ein 4,20 Meter Boot brauche und mit dem Zelt angeln will. Ne? Also weißt du, was ich meine? Aber vielleicht kann deswegen habe ich die Frage nämlich genau gestaut und für den Peter aufgehoben. Er kann das jetzt mal erklären. Aber nicht länger als bis 46, weil sonst kommen wir zu nichts anderem mehr. Okay, oh, hat schon wieder gepiepst. Also, ich glaube, es gibt eine Grundlinie. Je größer das Boot, desto stabiler muss der Boden sein. Da stimmst du mir wohl zu, oder? Genau. Ja, also das muss man schon sagen. In der Regel probiere ich halt immer so, das Boot so klein wie möglich zu halten, weil du musst es ja auch irgendwie transportieren. Und dann ist halt die Frage, nimmst du das Boot nur zum Drillen und zum Füttern oder nimmst du das Boot, um zu tackeln? Das ist halt auch noch eine Frage, ne? Also sag mal so, das typische Tackle-Boot, was du in Frankreich benutzt mit dem E-Motor, ist das um die 3 Meter, sagen wir 2,70 bis 3 Meter ungefähr, ne? Und dann, wenn, ich meine, dann ist halt die Frage, nimmst du jetzt Luftboden oder Lattenboden? Gibt es, glaube ich, auch noch nicht mehr bei der Größe, oder? Lattenboden gibt es immer. Also wir hatten Lattenböden bis 1,60 Meter, also diese kleinen Invader-Boote. Und alles drüber hinaus ist eigentlich klapprig, finde ich. Ja, es ist klapprig. Aber ich meine, das ist halt auch eine Gewichtssache und halt eine, sag mal, so ein fester Boden, den musst du halt auch aufbauen. Das ist halt echt kompliziert, den aufzubauen. Gerade wenn du alleine bist. Der ist natürlich so ein Luftboden, den du einfach aufpumpst auf keine Ahnung wie viel Bar, ist das natürlich viel einfacher. Und was ich auch immer ganz interessant finde an dem Luftboden, der ist halt schön leise. Ja. Ne? Wenn du diese Platten da drin hast, mir fällt was runter, geht dong, das hörst du natürlich unter Wasser ja. Du musst aber eins als Hersteller, muss ich dir halt einfach mit auf den Weg geben. Ein Luftboden ist das anfälligste Produkt oder das anfälligste Teil vom Schlauchboot.
Wenn du jetzt zum Beispiel wie der Peter eben gerade so eine Scherbe in deinem Wartstiefel drin hast und in den Luftboden einsteigst, ist Game Over. Hast du irgendwelche spitzen Steine drin, die sich im Wartstiefel verkeilen, ist Game Over. Hast du einen Hund mit dem Boot, der mit seinen Krallen mal kurz Panik bekommt, ist auch schon Game Over. Also du hast einfach immer das Problem, dass wenn du einen Luftboden dann flicken willst, der ist halt so blöd zu flicken, dass der immer wieder undicht wird. So kann man drin. Ja, ist so ein Thema für sich. Nicht, wenn du den gerade neu hast und barfuß mit deinen Kindern baden gehst, aber wenn du halt mal 5-6 Jahre hart angeln gehst mit Schlammseen, wo du viel Schlamm am Stiefel hast nachts, Steine drinstecken und so, wirst du irgendwann merken, dass der halt schneller halt anfälliger ist. Da bin ich immer mittlerweile halt immer noch ein Freund von diesen Aluböden, auch wenn die laut sind. Man kann sich aber einfach so ein Stück Rasen reinlegen aus dem Baumarkt, weißt du, so ein Teppich. Und wenn dann was runterfällt, geht es. Aber die kriegst du nie kaputt. Dieser Boden überlebt dein Boot. Da wird das Boot 10 Jahre alt oder 12 und irgendwann lässt das dann alles mal nach, aber der Boden bleibt halt erhalten. Ne? Alle anderen sind halt irgendwann kaputt, dann gibt's keine mehr, dann gibt's das Boot nicht mehr und dann stehst du dann da ohne Boden und dann legst du dir am Ende doch so Platten aus dem Baumarkt rein, weißt du, was ich meine? Ja, oder ja. Passt das nicht und die Gammeln. Ist irgendwas immer. Aber ich muss sagen, dass ich, sag mal, wenn du vom Ufer aus angelst und musst nicht mit dem Tackle moven, habe ich immer so ein 2-Meter-Boot oder 1,80-Meter-Boot mit Lattenboden. Ne? Weil da musst du nichts machen, das pumpst du einfach auf und das ist auch die leichteste Variante eigentlich, die genau. Es gibt. Ne? Ja. Weil wenn ich jetzt am Main bin oder am Rhein, da muss ich nicht großartig raus. Geht ja nur mal darum, irgendwie die Route zu lösen oder ein bisschen Futter auszubringen. Und da soll das halt so leicht wie möglich sein, weil ich ja mit dem Trolley fahre. Ne? Teilweise mache ich das aufgepumpt oben drauf oder halt zusammengerollt. Wenn du dann so ein Boot hast, was halt 80 Kilo wiegt oder 60 Kilo und die ganzen Latten noch dabei, kannst du ja vergessen. Also summa summarum kann man einfach nur sagen, das kommt einfach drauf an, was du machen willst und wo genau. Du angelst. Peter im Team von Nature Baits. Nein, bin ich nicht. Er war schon mal Team Nature Baits, früher, gell? Ja, lange aber her. Die alten Karpfenangler sind immer noch so eingeschworen, das sehe ich immer daran, eingeschworene Teamverfechter und meinen, das Karpfenangeln funktioniert nur, wenn es Teams gibt. Ist das so? Also, wir sind auch ein Team jetzt. Wir müssen mal weiter ausholen. Team Fluss. Wir haben, glaube ich, gestern festgestellt, dass wir auch das letzte Mal zusammen hier in der Region angeln waren. Ne? 10 Jahre her, ja. Länger her. Ja. Das ist, glaube ich, 12, 13 Jahre her. Da habe ich einen 60er gefangen. Ja. Ja, okay. Ja! Hat er mich abgeangelt. Nee, ich habe keinen. Du hast auch Fisch gefangen. Jeder hat Fisch gefangen. Ja, Fisch gefangen, ja. Und wir haben ja zusammen den Carpi Podcast aufgenommen. Da haben wir gesagt, weißt du was, wir müssen eigentlich nochmal zusammen angeln gehen, weil wir ja früher echt viel zusammen gemacht haben. Und dann habe ich auch die Hand drauf gegeben, dass wir da noch ein Video machen. Und da sind wir auch d'accord. Aber jeder angelt halt mit seinen Boilies. Aber wir haben mal wieder was festgestellt. Es liegt nicht an den Boilies, sondern es liegt definitiv an der Stelle. Das ist echt, weil, also es war so, wir können es ja kurz erklären, das ist ja mal Real Talk, ne? Und gerade so dieses Futter, Bait Company gegen Bait Company ist ja so wie beim Fußball, ne? Die kann, ja, so ein bisschen schon, so, die haben ihre Fans und. Naja, klar. Ne? Und dann wird dann schon sich, die Fans hauen sich drum, wenn die Baitbude ist. So, auf jeden Fall haben wir haben halt hier geangelt. Der Peter hat da seine Boilies von seinem Sponsor mit, ich habe von meinem Sponsor die Boilies. Baitservice-Schraubing, kannst du ruhig sagen. Ja, ich nehme immer so, ich sag einfach, mir weiß nicht, das ist ja eigentlich Namen, egal. Ist immer Fallen Rauch. Und auf jeden Fall, morgen bist du vielleicht wieder woanders im Team. Oh! Du Arschloch. Weiß man ja nie bei dir, ey. Ja, morgen werde ich rausgekauft, wie der also, Kane, also, weißt du, Bayern. Yeah. Wir haben halt so geangelt hier und dann haben wir hier auf dieser Stelle haben wir gelost und haben Steinchen geschmissen und haben gesagt, Stein ist links, also flussabwärts. Der andere sitzt oberhalb. Diesmal hat der Schwede die Lotteriefee gespielt, ne, war der Lotterieboss und hat gewonnen und sitzt abwärts mit 3 Routen. Ne, so. Und dann ging das natürlich mit dem Beißen los. Schwede, seine Routen sind halt gelaufen, 5-mal Karpfen gefangen, Wels gefangen, Barbe gefangen. Ich habe nur eine Barbe und eine Brasse gefangen, gar nichts. Ne? Und da fing der Peter so ein bisschen an, ja Bräunchen, willst du halt mal einen Eimer greifen? Ne? Dann habe ich gesagt, hab ich gar nicht gesagt, du Arsch. So ungefähr, so ein bisschen hast du angefangen, so ein bisschen hast du angefangen. Und da habe ich gesagt, Peter, weißt du, was wir einfach mal machen? Wir machen ganz einfach was. Du hast es gesagt. Du hast gesagt, Bräunchen, weißt du was, nimm doch von dir eine Rute und stell sie nochmal links neben meine und angel noch eins vor mir. Da habe ich so gesagt, alles klar, mache ich. Ja, und jetzt hat's bis eben gerade, der Fisch jetzt eben kam, ne, hat es aber 3-mal oder 4-mal dann auf die Route, die wiederum von mir am weitesten links daneben gelegen hat. Ne? Aber es ist halt so zu erklären, dass an dem Fluss, wir haben hier echt harte Strömung, die Fische sehr nah am Rand entlang bergauf ziehen und halt die Route, die zuerst da unten liegt, halt einen Fisch fängt. Drauf, ja. Da können wir jetzt halt danach uns sagen, ja, der Bolli war besser oder so. Nee, das ist nicht in dem Fall immer so, sondern du musst halt auch mal auf solche Gegebenheiten denken. Ne? Ja, egal, muss man halt einfach nur wissen. Ne? Manche wissen das nicht, die kannst du halt dein Leben lang abangeln. Setzt du immer rechts hin. Wenn es dann noch dieselben Boilies sind, sagst du, ja, musst du dir halt mal die Haken schärfen. Ich habe halt mehr Glück beim Leben als du, arme Sau.
Können wir diesen Reel, können wir jetzt hier im Mittagstisch unterlegen, gibt es so ein schönes Reel vom Mandalorian-Darsteller und mit, wie heißt der, die so in dem Auto zusammen heimfahren, hat einer mal so ein Reel gemacht mit dieser Musik, wenn ich wieder am Wochenende meine, zweimal meinen PB getoppt habe und, ach so, er, na gut. Und ich geblankt habe und er so grinst und der andere nur ja, so ja. Total fertig guckt. You wake up in the morning, put your coffee on. Ja, also so ungefähr ist es. Ja, so das haben wir jetzt, guck mal nochmal, wir haben noch ein paar Fragen. Guck mal hier, Peter Fischstone am Start. Ja, hast was zwischen den Zähnen, zeig mal her. Da oben. Siehst aber auch aus wie Kraut und Rüben, Junge. Ah, ja, ich habe eben noch schön Schoko. Nach drei Tagen in der Wildnis ist der Peter komplett verlottert. Geh mal spülen, ey. Wir machen dir hier in Photoshop, hier im YouTube-Video machen wir dir hier so alles schwarz. So. Fishtown am Start, ja, hab ich. Ja, ist schon dreimal der Stein rausgefallen, hast keine Lust mehr ja. gehabt, musstest dich von mir ein 300 Gramm Blei leihen. Ja, leider, ja. Gute! So, Peter, guck noch mal bitte in deine Fragen, du hattest noch was, wir hatten noch was reingeschickt. Moment. Da war was mit Spatzenecken oder so, bei Karpfen. Also, von Lifestyle-Nature-Fishing 1463, Grüße Jan. Eine Frage für den Mittagstisch. Woher kommen die sogenannten Spatzendreiecke, seitliche Einrisse im Karpfenmaul von Spinnerigs? Grüße gehen raus. Spatzendreiecke, wer hat das denn so genannt? Ja, weiß ich nicht, das kann man gleich so nennen. Das sind diese typischen Dinge, also wo ich immer so ein bisschen, ja klar. Das heißt, man diese typischen... Hier, rausgeraspelt. Also hier, die ganzen... Ultra-Puffs, die haben ja nur noch Schnäbel unten, also praktisch der Rüssel, der ist ja weg. Die haben nur noch so eine dicke Platte in der Mitte hier. Ja. Und der Rest fehlt. Woher kommt's? Nicht nur vom Spinner-Rig, von allen anderen Rigs auch. Wie man das jetzt genau umgeht, ganz einfache Lösung. Einfach nicht angeln gehen bei sowas, wenn man es nicht sehen will. Beispiel, aber es soll ja jetzt nicht die Handlungsempfehlung sein. Die Frage ist eine andere. Also es gibt eine Sache, in der man das... Kann man jetzt einfach nur mal so mitgeben, habe ich aber auch in einem anderen Mittagstisch schon mal erwähnt. Was man machen kann, ist, und das ist wirklich ein Ding, wo mir sehr am Herzen liegt, muss ich zum Peter auch, habe ich dem Peter auch gesagt, ich habe gesagt, mach immer, er macht das eigentlich auch, aber manchmal geht es schwierig, mach immer zuerst, wenn du den Fisch gecashert hast, den Haken aus dem Maul raus, das Ding raus. Wenn du den einrollst, also ich habe das nicht erfunden, das hat uns ein, ich war ja auch schon an so Paylakes da, und der Paylake-Besitzer hat uns gesagt, kein Fisch darf mit Vorfach im Maul mit dem Kescher auf die Matte gehoben werden. Das ist eine ganz eiserne Regel bei denen. Weil die Fische, wenn du die im Keschernetz einwickelst und das Vorfach sich hier strafft und der Fisch im Netz haut der sich das genau hier rein und haut sich den Haken raus. Ne? Und wenn der das halt immer wieder so macht, in so manchen Seen werden die dann auch 30 Mal gefangen im Jahr. Eine Woche. Ja, keine Ahnung wie oft. Und dann akkumuliert sich das halt und dann wird das halt genau sowas. Ne? Ja, das ist ja der Narbengewebe, was dann wieder aufgerissen wird und das verheilt ja dann nicht mehr richtig. Irgendwann bildet sich das dann zurück. So ein Blumenkohl halt, genau. Und dann Blumenkohl. Dann geht es halt so zurück und dann haben die das nicht mehr und dann haben die nur noch diese dicke Platte unten. Ist nicht schön. In Deutschland gibt es das auch eigentlich fast nicht, weil man in Deutschland ja jeden Fisch isst. Aber in einem angrenzenden Ausland soll es ja vorkommen, dass die Fische zurückgesetzt werden. Und deswegen die einzige Handlungsempfehlung, die ich jetzt so kenne, die überhaupt einen Sinn ergeben würde, darauf zu reagieren, ist, immer den Fisch im Kescher vorher auszuklinken und dann erst auf die Matte zu legen. Also da muss ich erstmal Real Talk machen. Das habe ich auch ganz selten gemacht. Also wenn ich so vom Boot aus angel, ja. Aber ich habe das dann oft so gemacht, dass ich einen Bügel aufgemacht habe und dann halt, also dass die Schnur komplett locker ist. Aber jetzt habe ich mir das eben nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Es kann sich ja der Clip irgendwo auch im Netz verhaken, ja, weißt du? Guck mal, die meisten machen ja den Kescher zusammen. Und dann rollen sie. Und dann ist ja kein Platz mehr. Und da ist kein Platz mehr. Dann spannst du wickelst ja die Schnur mit auf. Richtig. Ne? Genau, und dann straffst du das Vorfach. Und wenn der dann, kennt ihr alle, ihr hebt mit dem Kescher auf die Matte und das Erste, was der Fisch macht, ist nochmal so richtig drin hausen. Ja. Und dann reißt er sich das da raus. Das haben viele dann auch schon gemerkt, sicherlich, dass der Haken vielleicht dann sogar schon raus war. Kennt man ja, der Haken ist schon raus. Und dann guckst du ins Maul und Glück gehabt. Und siehst dann im Maul diesen Schlitz. Und der ist aber nicht im Wasser entstanden, sondern in dem Moment, wo du den auf die Matte gehoben hast. Also das ist das hat uns damals dieser Besitzer so erklärt. Und der wird's wissen. Der hat damit jeden Tag zu tun. Ja, aber auch so, wie ich das jetzt immer gemacht habe. Also Bügel auf, weißt du, also dass alles schlaff ist und dann rollen. Aber trotzdem, der Clip oder alles das Blei kann sich ja überall mal verhängen. Ne? Genau. Also wir haben ja jetzt vor 2 Tagen haben wir da lange drüber diskutiert. Also ich habe es auch nie gemacht, mach's aber jetzt. Ja, man muss halt nur aufpassen, dass der Fisch nicht aus dem Kescher abhaut. Da muss man vorsichtig sein.
Ja, das ist ein bisschen tricky halt, ne? Aber es schont, also es nimmt auf jeden Fall ein sehr großes, eine große Wahrscheinlichkeit, dass halt das dir halt passiert. Nee, Michel, ey, nein, Digga, darum geht's nicht. Der Karpfen verliert ja nicht, weil er Muscheln frisst hier die ganzen. Also da muss ich auch. Digi, das brauchst du dir nicht schönreden. Nee, das liegt wirklich an extern beigebrachten Verletzungen. Genau, durch Karpfenangler verursacht, klar. Was ist eigentlich mit den Baitbuden aus England? Dürfen die anderen? Nein, die dürfen die gleichen. Also die englischen Firmen sind ja. England ist nicht mehr in der EU. Das bedeutet, dass die, wenn die aus dem Ausland in, also aus dem Ausland in die EU einführen müssen, müssen sie die gleichen Regularien beachten, die auch in der EU gültig sind. Ne? Das war ja schon in der Vergangenheit ein großes Thema und dementsprechend haben manche englische Baitbuden auf dem Kontinent mittlerweile eine Produktion aufgemacht, um einfach nicht mehr diesen Einführprozess zu haben, sondern die lassen hier herstellen, genauso wie Fox oder Cotter ihr Zentrallager in der EU haben, weil sie dann nicht aus England immer kompliziert irgendwas einführen, sondern sie führen es direkt aus Asien in die EU ein und dann ist das Thema erledigt und so ist es mit den Baitbuden. Die dürfen nichts anderes machen als wir und wenn sie was anderes machen, kriegen sie von der EU eine Risch auf den Deckel, ne? So sieht's aus. Nee. Boah, wer hat denn dieses Gerücht? Da muss doch wieder irgendwo einer diesen Quatsch erzählt haben. Jetzt sei mal ehrlich. Also ich muss das mal jetzt mal widerlegen. Was? Mit den Muscheln, ne? Das kann doch schon mal gar nicht sein, weil ich sag mal, im Fluss fressen ja die Fische nachweislich wirklich am meisten Muscheln. Sind ja auch am meisten Muscheln vorhanden. Digga, was haben die hier für Mäuler gehabt? Die haben Rüssel, die sind so dick und so wie wulstig, eine Barbe. Wie eine Barbe. So richtig, die packst du eher an. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, die waren ja immer dicker. Ich glaube. Ach, das hat in irgendeinem Schwachsinn, wie der seine Puffangelei schön redet. Der hat erzählt, irgendwo in irgendeinem Quatsch wieder, da reg ich mich schon wieder auf, da kriege ich schon wieder Raketenwerferstimmung. Guckt euch doch mal. Der hat sich das schön geredet und hat gesagt, ja, nee, das kommt, weil die Karpfen da nur Muscheln fressen. Ey, sag mal, erzähl doch der Großmutter nicht, dass er Rollstuhl fahren kann. Guckt euch doch mal die Bilder an von den Ultra-Puffs, ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Und das sind wirklich, ich sag mal... Von diesem kroatischen Ding da, genau. Da musst du die Fische angucken oder... Ach, das sind 80% der Fische, die haben keinen Rüssel mehr. Da ist nur noch unten so eine Platte. Und das liegt daran, weil da so viele Muscheln drin sind. Ach so. Ja, ja. Und die Muscheln, die hängen immer... Aber warum hat denn der Karpfen in der Evolutionsgeschichte in seinen 200.000 Jahren Entwicklung nicht seinen Maul ganz weggebildet, wenn er nur Muscheln frisst? Wieso ist das immer dicker geworden? Ja, wir verstehen das falsch. Die Muschel hängt quer im Maul. Alter Schwede, ey. Die hängt quer im Maul. So ein Smolinier wieder rumgemacht. Ey, ja, meine Fische sehen. Vergiss es, Thema erledigt. Schluck Kronenburg trinken, ich habe noch eine Frage. Hau rein. Das habe ich auch noch nicht gehört, Junge. Ich auch noch nicht. So ein Käse, ey. Ja, Herzprobleme, bekommt keiner Herzprobleme. Also, wir haben noch eine Frage von Daniel Gast, 1507. Oh, zwei Tage nach meiner Tochter Geburtstag. Hallo Jan. Ich hätte vielleicht eine interessante Frage für den nächsten Mittagstisch. Da ich jede deiner Videos verfolge und mir aufgefallen ist, dass du noch nie in deinen Videos mit einem Futterboot geangelt hast. Hier die Frage, wie stehst du zu Futterbooten mit GPS und Autopilot? Futterboot allgemein. Prost. Hast du selber eins oder quält dich da wieder der Geiz? PS, mit dem Nachtangeln kann ich verstehen, man kommt in ein Alter, wo die Erholung vor der Fischgeilheit steht. Ja, das war das Thema am letzten Mittagstisch, da habe ich dann nachts die Ruten nicht mal ausgeworfen. Wie diesmal auch. Heute Nacht den Gummern gefangen und dann habe ich sie eingehängt hier vorne. Gut, also Futterboot-Thema. Pidi, was sagst du? Hast du ein Futterboot? Ich habe ein Futterboot, ja. Und nutzt du das? Ich nutze das auch wirklich. Also ich habe... Cool. Letztes Jahr im Winter habe ich mir ein Futterboot zugelegt von New Direction Tackle mit einem Pipapo. Wer mir mal eins sponsoren will, der kann das tun. Ich habe nämlich keins. Also da ist ein Deeper verbaut, das hat GPS, Autopilot und alles Mögliche. Und ich habe immer gesagt, ein Futterboot ist wie ein E-Bike beim Fahrradfahren, braucht man nicht. Aber seitdem ich das habe, würde ich es auch nicht mehr hergeben. Für manche Situationen auch, ich benutze es auch teilweise am Main, weißt du? Ich habe so einen Rucksack oder am Rhein, habe einen Rucksack, Fahrrad und dann fahre ich da und sehe eine Stelle und dann fahre ich schnell mit dem Futterboot raus und gucke mir die Stelle an, zum Location machen. Ja, klar. Ja. Das habe ich von noch keinem gehört, das macht sonst keiner, weißt du? Und auch teilweise, wenn es jetzt irgendwie schnell gehen muss und ich habe die Zeit, ein Boot aufzupumpen und es ist weit draußen, dann nehme ich das Futterboot am Fluss und fütter damit. Ja, das ist definitiv, also, ja. Sag mal, ich habe es teilweise zweckentfremdet. Also ich nehme es selten am See, weil ich da nicht so weit rausangel, aber die Daseinsberechtigung ist auf jeden Fall da. Aber man muss auch dazu sagen, man hat mit einem Futterboot so viele Möglichkeiten, dass man natürlich auch viel Schindluder damit treiben kann. Weißt du, jetzt überlegt euch mal, ihr sitzt am 10 Hektar See. Kanone drauf montieren. Ja, man kann auch gute Sachen machen, weißt du, wie dem Nachbarn Bier bringen und so, weißt du, oder was zu essen. Ja, das ist gut, ne? Aber weißt du, man ist natürlich dann auch da, hat die Verführung, dass man halt auf der anderen Seite mangelt. Ist ja so, auf der anderen Seite ist ja das Gras immer grüner und zieht dann halt seinem Nachbar einfach vor die Füße.
Und das ist dann halt wieder so das Problem, weil du kannst ja damit überall hinfahren. Die haben eine Reichweite von 400, 500, 600 Meter oder so. Ne? Ja, ja, macht Sinn. Also, wie war jetzt die Frage? Ja, warum du keins benutzt? Ach so, wie? Ja, 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 habe ich gesagt, weil mir noch keiner eins gesponsert hat. Ich bin ehrlich. Und ich kann mir eins kaufen, Junge, weißt du, aber weißt du, was mein Problem immer ist bei solchen Dingen? Ich muss mich dann erst damit beschäftigen und mir eins aussuchen und ich will ja dann auch nicht 2000 Euro auf den Deckel hauen und mir irgendeinen Schund gekauft haben am Ende. Ich bin mir sicher, das ist so, wenn ich dann eins habe, was gut ist und wo ich mit zufrieden bin und was auch Verstand, was funktioniert, nutze ich es auch. Aber ich habe mich einfach jetzt noch nicht damit befasst und das ist der Grund, warum ich keins nutze, also weil ich keins habe. Weißt du, das ist, man braucht es im Prinzip nicht. Ne? Das ist ja wie früher, wie wir angefangen haben. Haben wir uns über die Stellen kaum Gedanken gemacht. Ja. Dann kam auf einmal, ja, du musst mal werfen, ob das hart ist. Dann kam Echolot dazu, dann kam Echolot mit Sidescan dazu, dann kam Tastblei dazu, jetzt kommt Unterwasserkamera dazu. Und irgendwie denken wir alle, ohne das alles fangen wir nichts mehr. Aber es ist super, dass das halt gibt. Ne? Das sind halt die Hilfsmittel, die du nutzen kannst in irgendwelchen Situationen. Wie gesagt, also ich bin ja eh so ein eingefahrenes Simbel, weißt du, ich nutze halt immer das, was ich habe. Aber oft, wie mit dem Multireg, ne? Philipp hat mir dann 10-mal gesagt, mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Ja, und dann habe ich irgendwann Multireg geknotet und jetzt angle ich mit Multireg, weißt du, ich bin so, bin ich ehrlich, was soll ich sagen? Ich kann ja jetzt nicht, wenn ich das Futterboot habe, am Ende fahre ich nur noch Futterboot und dann sagt ihr, ja guck mal, der Brauns hat immer gesagt, Futterboot ist scheiße, jetzt fährt er Futterboot. Sag ich lasse mich auch überzeugen, ne? Oh, guck mal, das auch hier. Oder mit dem Futterboot zu Snacks ziehen und die Fische dann verlieren, weil man kein Boot. Ja, das ist ja das Problem, klar. Das ist ja das, was ich meine, ne? Man hat dann eine unfassbare Reichweite und man überschätzt das halt auch so ein bisschen. So wie gestern aber auch, ne? Da haben wir auch gesagt, komm Jan, dann werf die Angel noch weiter runter. Dann habe ich das gemacht und zack, zwei Fische fest und jetzt haben wir sie wieder kürzer gelegt. Und jetzt funktioniert es wieder. Jetzt beißt nichts mehr. Aber Multirig ist auch so eine Sache. Hier meine zwei Kompagnons vom Carpi Podcast, die haben mich ja auch immer dazu gedrängt. Mach mal, der scheiß D-Rig, ist doch viel zu kompliziert. Mach Multirig, ne? Und ich habe kein Vertrauen da drin gehabt, weißt du, dass das so hält beim Auswerfen, ne? Aber das hält ja bombastisch und das ist ja jetzt gerade auch hier, wie wir hier angeln. Ne? Hier holst du die Rute rein und der Haken ist eigentlich stumpf, weil hier so eine Strömung ist und das scheuert über die Steine hier, weil es kiesig ist. Und du musst einfach nur den Haken austauschen. Wobei meine waren echt noch scharf, wo ich gestern dachte, der ist stumpf, der war noch gut. Ja? Aber es ist halt schon, also das kann schon passieren, wenn du hier im Kies angelst und das schleift sich so, ne? Ey, scharf und scharf ist ja auch so ein bisschen persönliches Empfinden. Wie mit dem 300 Gramm Blei, Junge, ey, was? Und dem Druck, der da drauf ist, also da ist auch der stumpfe Haken noch drin, ne? Auf jeden Fall, Futterboot, wie gesagt, hat einer eins für mich. Mach 15 Länge, aber erst 14. Und du hast, ach so, ja, du hast das selber Jan, schuld. Wann kommt das Carpi-Tattoo? Ja. Hey Junge, gibt's echt, ne? Ja, ja, einige. Ja, ich hab's gesehen. Einige, ja, ja. Cool. Ja, ich bin ja nicht so ein Du bist auch tätowiert, ne? Ich bin auch tätowiert, Was hast du? Die Kindernamen? Die Kinder, ganz typisch, das habe ich zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen. Das war eine Katastrophe. Ich weiß, wie weh das getan hat. Ich bin nicht tätowiert, null. Also das waren noch die ersten. Da haben auch die ganze Clique hat dabei gestanden, hat sich kaputt geladen, hat Videos gemacht, wie ich da Tränen überströmt da gelegen habe, geschrien. Oh. Ja, das ist das erste und das letzte. Na, ich hab's halt noch nicht, ne? Vielleicht dann das Carpi so, wenn meine auf die Glatze, so volles Rohr so mit, und hier vorne so dieses Carpi so, weißt du? Hier so. Hauptsache Gesichtstattoo. Einfach geil angeln hier. Einfach geil angeln. Genau. Und dann die Fische hier so um den Mund rum. Ja, so Barteln tätowieren lassen so. Ja, so wie die Mafia, so die so Tränen, weißt du? So, da hat doch eben einer gesagt, er hätte noch mir irgendwelche Fragen geschickt. Jetzt kann man, ob ich da irgendwas finde. So, Männers, wir gucken noch mal ganz kurz hier durch, weil ansonsten würden wir jetzt sagen, ihr geht mal wieder fleißig arbeiten und wir chillen hier noch ein bisschen ab. Wobei, Männer, ich sag's euch, wisst ihr, was Arbeit ist? Ihr denkt, wir hocken hier und angeln. Also ist ja Flussangeln, ist ja sowieso schon so ein Thema, wo du dauernd werfen musst, dauernd ist was in der Schnur. Du bist eigentlich rund um die Uhr beschäftigt, irgendwas zu machen und dann musst du noch einen Carpi-Podcast aufnehmen, wo hier der Schwede 2 Stunden vorher nervös wird, hier irgendwelche Kabel verlegt, Mikrofone testet, mir erklärt, ich darf mein Handy nur so und so aufstellen oder den Lautsprecher ausmachen, das Mikro muss ich so halten und nicht so und test und 1, 2, 3 zählen, 4, 5, 6, dann verzählt der Braun sich. Und der ist dann da voll eingespannt. Das ist wie wenn er so in die Klausur muss. Und so geht mir das dann mit dem Mittagstisch. Oder auch mit dem Video hier. Also wenn wir ein Video aufnehmen, der Schwede rennt an die Angel und trillt. Und ich sage, ey, warte mal, GoPro, Kamera, andere Kamera, Stopp. Und alles im Kreis. Und dann der Fisch noch weg. Aber das war ja geil. Bei der Aufnahme zum Carpi Podcast habe ich gesagt, ich gehe nochmal schnell zum Auto. Weil ich brauchte noch eine Powerbank, noch was zu trinken. Und irgendwie musste ich noch was holen. Ne? Und ich war, glaube ich, 50 Meter weg, läuft die Route ab.
Nee, du warst hier oben direkt. Hier oben läuft die Route ab und wir drillen. Also es war wirklich nur eine halbe Stunde Zeit und ich brauche so ungefähr eine Viertelstunde, bis dann alles steht, weil wir dann auch ein bisschen auseinandersitzen müssen. Das ist so wegen Rückkopplung und so. Und den Fisch versorgt, läuft die nächste Route ab. Und da waren wir natürlich schon zu spät. Und die anderen zwei, Marian und Maui, die haben natürlich gewartet. Ne? Halb neun haben wir ausgemacht und um viertel nach neun haben wir angefangen. So, ja, siehst du. Und wisst ihr, wann der Fisch vorhin hier am Anfang gebissen hat? Ha? Um 11.27 Uhr. So, wie wir schon hier gesessen haben und alles ausjustiert und alles eingeschaltet, da läuft die Angel ab und ich sage nur so, oh nee, Alter, ey, was, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, und dann haben wir das Beste draus gemacht. So, liebe Freunde, es ist 12.05 Uhr. Wir haben ein bisschen später angefangen, weil wir gedrillt haben. Und dann hören wir auch ein bisschen später auf. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich bedanke mich heute ganz herzlich beim Peter Schwedes fürs Dabeisein. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Grüße gehen raus in die Community. Bam. Ihr seid wie immer die Besten. Liebe, bis bald. Ja. Oh. Gönnt uns noch einen Fisch, drückt uns die Daumen. Bis bald. Ciao. Ciao.